Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kaljunkas Küche. Heute backe ich ein Dinkelbrot und der Teig ist über Nacht gestellt. Es wird wirklich so schnell gemacht, nicht viel Arbeit, müssen wir nicht viel kneten. Einfach alles zusammenrühren, in die Schüssel packen, in den Kühlschrank stellen, am nächsten Tag aus der Schüssel nehmen und backen. Und so ein schönes Brot bekommen. Richtig schön. Mit knusprige Kruste und weiche Märkisch. Aber er ist nicht so weich wie ein Toast. Es ist wirklich ein sehr schönes Brot. Und wenn ihr Interesse habt, wie wird es gebacken oder gemacht, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Viel Spaß! Dieser Teig geht ganz schnell, den müssen wir gar nichts mit den Händen oder mit der Maschine kneten. Erstmal brauchen wir durchgesiebte Mehl. In meinem Fall habe ich Dinkel 630er, 3 Gramm trockene Hefe oder 10 Gramm frische Hefe, 1 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Zucker und ich habe hier 450 Milliliter warme Wasser. Alles gut umrühren. Und in den Kühlschrank stellen, über Nacht. Am besten ist das über Nacht. Milch hatte ich 600 Gramm gehabt. So, gut umrühren, dass wir sehen, dass keine trockenen Zutaten mehr vorhanden. Alles mit Spaten in die Mitte machen. Deckel drauf. Und in den Kühlschrank stellen. So, unser Teig stand ganze Nacht im Kühlschrank. Es sind schon 12 Stunden. Wow, schaut, wie schön ist aufgegangen. Jetzt nehmen wir Backpapier und geben wir reichlich Mehl drauf. Geben wir jetzt den Teig drauf. Schaut. Und werden wir ein bisschen so wie einfalten. Und von der anderen Seite auch noch. Schaut, wo wir dann genug Mehl drauf gegeben, dann auch klebt es nicht. Nehmen wir jetzt so und ich stelle in so eine Schüssel. In meinem Fall ist es so ein Sieb. Ich habe so ein Tuch drauf gelegt, das ein bisschen kuscheliger wird für meinen Teig. Und lassen wir so faltig, wie es ist, in unsere Schüssel. Es wird dann einfach ein so natürlicher Riss obendrauf. Lasse jetzt es an die Seite stehen, müssen wir eigentlich gar nichts nochmal aufgehen lassen. Wir könnten auch sogar schon vorher unsere Töpfchen in den Backofen stellen. Backen werde ich in meinen Gusseisentopf. Und stelle ich jetzt ihn im Backofen bei 250 Grad Ober-Unterhitze zum Vorheizen. Und in dieser Zeit steht unser Teig und ein bisschen ruht und wird ein bisschen akklimatisiert bei Zimmertemperatur. Aber erstmal müssen wir bei 250 Grad unser Töpfchen einheizen. So, 18 Minuten gedauert, bis mein Töpfchen heiß geworden. Jetzt machen wir den Deckel ab. Immer vorsichtig arbeiten, weil es ist sehr, sehr heiß. Und geben jetzt unser Brot mit Papier in den Töpfchen rein. Den Deckel drauf und werden wir bei 250 Grad 30 Minuten backen. Danach
den Deckel abmachen, die Hitze auf 220 runterschalten und ungefähr noch 20 Minuten weiterbacken. So, nach 50 Minuten sieht unser Brot so aus. So, schauen wir nach unten. Schaut ihr, wie hohl klingt er. Er ist richtig schön durchgegangen. Und jetzt brauchen wir, dass er nur abkühlt. Aber schaut ihr, wie schön sieht unser Brot. Schön gerissen, so natürlich. Das liebe ich. Und wenn er jetzt dann abkühlt, und dann schneiden wir ein Stückchen ab. So, meine Lieben. Das Brot liegt schon eine halbe Stunde hier und duftet so toll. Und jetzt werden wir es abschneiden und mal schauen innen drin, wie es aussieht. Sieht doch toll aus. Wow, schaut ihr, wie weich ist der. Wie duftet er. So, meine Lieben, sind wir wieder mal fertig, haben wir uns richtig leckeres, duftendes Brot gemacht. Und ohne viel Arbeit. Das ist wirklich wert zu versuchen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken, ein gutes Gelingen, danach ein gutes Appetit. Und ich würde mich natürlich sehr freuen über eure Kommentare, wenn ihr das nachgebacken habt, wie es euch gefallen hat, weil wenn es so lange Teig steht und gärt, ist auch am gesundesten. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!